Und ein herzlich willkommen zu einem weiteren Part des Pokémon Live Platinum Let's Plays mit mir, Zero of Time. Und im letzten Part haben wir Pudding gewickelt und sind komischerweise ins Museum eingetreten von Griffith City, oder wie die Stadt auch immer heißt, und haben entdeckt, dass dort Team Stream herrscht. Mystery? Yes. Ziemlich mysteriös. Aber wir lassen uns darauf nicht aus der Ruhe bringen und werden da gleich hingehen. Und ja. Leute, ich habe ein ernsteres Thema heute anzusprechen. Erstmal, ich werde vor dem Part wahrscheinlich, ne, nach dem Part werde ich das hochladen, das Infovideo. Ja, ich werde ein Infovideo machen und es wird sich einiges ändern. Oh ja, es wird sich einiges ändern, keine Sorge. Nein, nichts Schlimmes. Also ich werde auf jeden Fall Änderungen in den Kanal reinhauen. Sehr, ja, kann man sagen, grobe Änderung. Ich werde auf jeden Fall, wenn ihr dazu Bock habt, wenn ihr das wollt, mal so... Wie kann man es sagen? Mal vielleicht so einmal pro Woche so ein Pokémon Online-Part so reinhauen oder sowas, so ein bisschen was anderes oder was ich mir noch überlegen muss, vielleicht Minecraft auch, aber so Wochenendprojekte meine ich das vielleicht so. Oder mal einfach so, wenn ich Bock habe, einfach mal sowas reinhauen. Schock bestimmt. Also wenn ihr da Bock zu habt, ich hab noch nie, also ich muss zugeben, ich bin echt einer der Leute, die Minecraft noch nie gespielt haben. Naja, ich habe mal bei Kumpels bis rumgelaufen und so ein paar. Wie heißt es? Baumstämme sowas abgeholzt. Aber ich habe wirklich noch nie was gespielt. Ich habe noch nie eine Crafting-Box sowas gebaut. Das wäre vielleicht ganz lustig, bei jemandem Minecraft zu sehen, der es noch nie gespielt hat, der auf Zombies, Creepers und Endermans ganz komisch reagiert. Deswegen, wenn ihr noch Bock zu habt, sagt, lasst es mich wissen. Ich habe da... Ja, ich muss noch gucken, wie ich mir Minecraft dann besorgen soll. Illegal ist natürlich ein bisschen doof. Das will ich auch nicht. Deswegen, wenn dann auch richtig... Muss mal gucken, vielleicht hat Persa noch. Persa hat mir irgendwie so eine, was angeboten mal. Wie man sich das besser holen kann, irgendwie per Code oder sowas. Aber das werden wir alles gucken. Erstmal sind wir hier wieder bei Pokémon, also nicht vom Thema abschweifen, ne? Oh, jetzt bin ich drin geblieben. Das war ziemlich doof. Was kann der denn? Gegen Anti-Garant kann er eigentlich nichts. Der kann eigentlich nichts Flammenbuch-mäßiges oder Wasserattacken oder sowas. Erstmal haben wir Sandschutz. Das ist schon wieder gut. Curse. Okay, das ist scheiße. Aber Anti-Garant. Nichts. Warum sag ich mal Antigarant? Antigaranti 3000. Heute mit Antigaranti frei saufen. Ja, der Curse schadet uns jetzt natürlich. Das ist ein bisschen scheiße. Wir machen mal Rock Slide. Da die Verteidigung von. Ja, sag ich ja. Nächste Runde tot durch Sandsturm. Die Verteidigung von allen Geist-Pokémon, die physische, ist meistens ziemlich. Okay. Ich korrigiere mich. Jetzt ist es tot. Ja, wie gesagt, die physische Verteidigung von allen Geist-Pokémon ist meistens ziemlich scheiße. Deswegen könnt ihr immer schön mit allen physischen Attacken aufbauen. Das heißt, Gestein, Bohne, weiß nicht alles. Also jetzt in der dritten Gen, ne? Ich weiß jetzt nicht, was hier alles sonst noch so ist. Aber Leute, ich muss auf jeden Fall euch noch was zeigen, ne? Das habe ich offscreen gemacht, also als ich Part pausieren wollte, ist mir aufgefallen, dass man mit ihm sprechen kann. Und der sagt uns, dass wir unsere Fossile in einer Maschine zum Leben erwecken können. Und wir haben einen Skyforce-Jäger gefunden und daraus können wir uns einen Archen machen. Ja, gucken wir uns gleich mal an, das Archen. Wir haben ja auch eins frei gehabt. Level 20, Stein, Flug, hat Robustheit. Guten Angriff, guten Spezialangriff. Ah, Speed geht auch. Quick Attack, Rock Throw. Was ist Rock Throw? Ah, das ist glaube ich Felswurf. Scary Face und. Oh. Oh, Antikkraft. Deswegen, überlegungswert, das vielleicht ins Team zu nehmen. Es hat keine Chance gegen mein Lieblingsfossil, Amaldo. Oder Andorit, oder wie es auch mal hieß. Finde ich am geilsten das Ding. Deswegen war in der Höhle-Region einmal mein Lieblings-Pokémon. Aber wir schweifen zu sehr wieder vom Thema ab und wir werden jetzt mal einen Doppelkampf, wie es aussieht, ausführen. Und. Ich mache mal so die Kombination jetzt mal. Obwohl. Wir haben jetzt ein Feuer-Pokémon. Haben wir noch einen Trank? Haben wir noch einen Trank? Hyper-Potion. Ja, ich habe doch einen gekauft. Gut. Ich bin jetzt hier zuvor, um zum Center zu gehen und ich sag, fuck man, we have so much money. Wir können das auch so machen. Von daher will ich mal, komm, die Newcomer des Jahres. Und ist es ein Doppelkampf? Nein, es ist kein Doppelkampf. Dang it. Wow, heißer Sprite. Oh, Last Chica. Umbreon. Toxic auf jeden Fall. Ich habe keinen Bock auf Umbreon.
Auf Umbreon ist immer gut eigentlich. Entweder mit Kampfattack, was effektiv ist natürlich. Oder irgendwie zu Boost, ne? Ah, scheiße, Toxic daneben. Nee, Rhyme erstmal drin. Wir versuchen noch einmal Toxic. Weil das Ding kann eigentlich nicht viel gegen uns machen. Jawoll. Jawoll. So muss das sein. Erstmal schön toxische Vergiftung. Jetzt hauen wir noch nebenbei Synchro. Hat nicht funktioniert. Warum? Weil Gift auf Gift-Pokémon irgendwie nicht funktioniert, ne? Das ist wie bei, was war es noch? Gift auf Start-Pokémon geht auch nicht. Meanlock, ja, das ist mir jetzt lass wie ein Penis, aber du wirst jetzt sterben, Umbreon. Deswegen langsam frisst die Toxic ihn auf. Wir machen erstmal ein Secret Power. Obwohl, Secret Power sollte eigentlich weniger abziehen, oder? Ah, okay, ist jetzt eh tot. Von daher, Latte und What the fuck, EP. Ja, bin zufrieden. Espeon, Espeon. Da soll man auf jeden Fall wechseln. Espeon Special Sweeper. Das Ding ist ordentlich. Ist auch, das Ding ist mordsgefährlich, Espeon. Wird stark unterschätzt, ist aber richtig stark. Rock Slide auf jeden Fall. Swift trifft immer, aber gegen uns eine Resistenz. Rock Slide. Yo. Unser Antigarant, ich sag euch, das wird. Boah, der wird so reinhauen, der Junge. Und ich muss sagen, die meisten denken jetzt vielleicht eher negativ, aber mir gefällt Light Platinum von meinen Let's Plays mit am besten. Weil es die besten Start hatte, meiner Ansicht nach. Es wird oft geguckt und mir gefällt das Projekt einfach, weil ich es eben nicht kenne. Deswegen, ich find's einfach geil. Ah, Scheiler schon wieder. Team Stream, wie heißt das? Auch Übermensch da. Adman. Adman, genau. So, wen haben wir den aber platt gemacht? Den haben wir mit Sludge kaputt gekriegt. Oh, Staffette. Nein! Nicht der Vogel! Nicht der Vogel! Eieiei. Ja, der Vogel. In your face, Beach! So, schöne Sache, ey. Crit. Drift Zeppelin. Bleiben wir auch mal drin, Feinschlag wird uns eh töten, von daher heilen wir nochmal auf. Und warte mal, was kann er machen? Was kann er machen? Er kann Luftschnitt, er kann Unheilbühle, er kann Spukball und. Sonst eigentlich gar nichts. So Horthorn und sowas kann er bestimmt auch noch. Deswegen würde ich sagen, Unheilböen eher nichts, sondern eher Horthorn und Entfessler. Toxic erstmal. Komm. Erstmal Toxic rausholen. Und sie treffen nicht. Na super. Ja, jetzt sind wir eh tot, aber das ist mir Latte. Weil wir gehen jetzt erstmal mit Antigarant auf. Weil der kann mit seinem Geistattack eigentlich nichts gegen uns machen. Der kann sich höchstens jetzt horten, ne? Und wir können mit Rockslide schön raufhauen, weil er sehr effektiv ist, weil das ja ein Fluggeist-Typ ist. Das ist wiederum awesome, also fahren wir mal auf, Rockslide. Zack! Und, wow, haha! Und es flincht sogar noch, wuhu, ist das geil. Boah, Jockgesell, also echt geil. Komm, hau raus. Also, ich liebe dieses Pokémon, ey. Das ist so awesome. Zack! Und wie viel Angriff guckt euch das an, ey? Scheiß Werte da jetzt, aber da, boah, 115 Angriff. Ja, Baby! Are you kidding me? Step-Attacke, boah, Slash weg da, ey. Obwohl ich dann eigentlich noch Dick wegmachen können, aber. Ja, wer weiß, wofür ist das doch. Könntest du vielleicht nochmal retten? Ist ja, meine ich auch, oder? Hier, verzeichne Dick. Ja, können wir auch nochmal aus Höhlen rausgehen, von daher vielleicht. Da nochmal ganz nützlich. Ja, haben wir noch irgendwas? Hearthstone. Gehen wir jetzt einfach mal Antigranit, damit er mit Rockslide noch mal ein bisschen reinhauen kann. Und ich sag, ich liebe dieses Pokémon. Oh, was ist das denn? Ich merke, du wechselst ihn. Oh, wow, 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 neuer Boss oder was? Naja, auf jeden Fall hat er nichts mit uns zu tun. Hier ist wohl noch ein Fossil. Nee. Okay, jetzt haben wir wohl Team Stream vertrieben, wie es aussieht. Ne, Mac? Dude. Ja, sieht wohl so aus, dass Team Stream jetzt fort ist. Fort. Und wir können, glaube ich, jetzt mal auch. Ja, das haben wir ganz besonders aufgehalten, ne? Tolle Wurst. Naja. Ich würde aber gerne interessieren, was die nächste Arena hat. Ich schätze ja, weil das schon Sandgebiet so mäßig ist. Boden. Da können wir Totok rocken, was ich eigentlich nicht will. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht können wir jetzt in die Arena rein. Wäre ja ziemlich nice. Hey, Dude. Achso, der ist in der Mine. Ah, stimmt. Stimmt, ja, wir können bestimmt jetzt in die Mine, oder? Ja, können wir bestimmt jetzt, oder? Ja. Gourmet-Mine! Und diese Minenarbeiter, okay, noch mehr getrennt.
Arena-Kämpfe. Tut mir leid, Leute. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir den Arena-Leiter schaffen in diesem Part. Aber das wird nix. Sludge auf jeden Fall. Da Marshock mit seiner physischen Verteidigung heraushebt. Seine Special-Verteidigung ist wie sein spezieller Angriff. Nothing. Und Stodge? Was ist das denn? Ich wollte eigentlich trotz sagen, aber... Wir haben angegriffen, er hat doch Vergeltung gemacht, oder? Ich bin mir eigentlich sicher gewesen, dass es Vergeltung war. Und trotzdem so wenig Schaden, das ist echt merkwürdig. Das Einzige, was an Antigarant ein bisschen nervt, ist natürlich der Sandsturm. Aber das... Komm, Erdbeben! Boom! Okay, fast. Alter, ist logisch. Wir haben jetzt natürlich den Sandsturm raus und lassen die Verteidigung vorne. Rizoros um 20 boostet, 20%. Ja, sonst wäre es wahrscheinlich gestorben. Aber lass es sich aus Ruhe bringen. Wir hauen rauf mit Metallklaue, sehr effektiv, dead. Deswegen, aber Erdbeben, schneller Stab-Move. Hätte er es auch nicht durch das 1 bekommen, da es eben keine Steinattacke ist. Könnt ihr euch mal gucken, wie viel Schaden unser guter Rockslide macht. Super Potion, nice. Und ja, keine Ahnung, wie es mit Pokémon Schwarz-Weiß aussieht. Wollt ihr noch ein LP dazu haben oder nicht? Also, ich würde dann zum Release Day 1 rausbringen. Ich weiß aber noch nicht, ob ihr das wollt. Deswegen, das ist die Sache, die mich interessiert. Also, ich kann mir natürlich das auch schenken, sage ich mal. Und ja, müsst ihr wissen, wie gesagt. Ich richte mich ja nach euch, das wisst ihr. Und das dies Business. Komm, hat sie mal. Neues Comeback für diesen Part. Holiday Rollout. Ja, ist effektiv scheiße. Das Ding kann gar nichts. Oh Mann, ist das schlecht, ey. Ach, okay, Antigarant, der wird noch alles rocken, ey. Das ist so awesome, das Ding. Jetzt haben wir natürlich Rollout einen Step gegeben. Aber das ist natürlich scheißegal. Wer nicht weiß, was Step ist, Step verstärkt die Attacke des jeweiligen Pokémon. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Antigarant eine Attacke mache, wie Erdbeben. Kommt, dieser Attack ist Stab. Sam Tyke Attack Bonus. Das heißt so viel wie, eine Attacke von Typ Wasser macht zum Beispiel bei Turtok. Also wenn du zum Beispiel, wie kann man sich das vorstellen? Turtok hat zum Beispiel Erdbeben drauf. Und eine Wasserattacke, die, ja, auch 100 abzieht. Genau 100, also beide die 100 absolut haben. Aber trotzdem macht Erdbeben mehr Schaden am Ende. Warum? Weil es eben dieses Sam-Type-Attack-Bonus kriegt. Warum habe ich jetzt Rockslide eingesetzt? Das war ziemlich dumm. Aber es flincht, von daher Runde nicht verschwendet, sondern einfach weise eingesetzt. Egal. So, Erdbeben sollte killen. Nicht! What the fuck? Okay, Rage, das... Rage war so mal so ein unnötiger Attack. Die fand ich damals bei Kanimani in den ersten Jets richtig geil bei Gold, Silber. Aber jetzt... Unnötig. Damals sah sie noch geil aus, ey. Noch Mashok. Das hätten wir eigentlich wechseln können. Jetzt muss ich rechnen. Sandstuhl verstärkt auch nochmal die Bodenattacke um 20% Step. Rockslide. Ja, Erdbeben sollte mehr Schaden machen mit Rockslide. Auch nicht töten, oder? Ne, nicht töten. Das sollte jetzt Kill sein, ja. 100%ig. Sehr effektiv und Vergeltung wurde ausgelöst. Soll ich mal mit Archen das Pokémon töten? Ach Quatsch, nein. Das wäre einfach schwende TP, weil Arsch werde ich auf keinen Fall das Team nehmen. Sludge! Ja, stirbt mal Schock durch den Sandsturm, oder was? Und alle Mittelfinger hoch! Toll. Ich glaube, wenigstens Pudding Level 40 jetzt. 4 KP Bonus. Nice. Onyx. Sludge. Ah, vergiftet. Ich wollte gerade sagen, ey. Also Pudding hat mich eigentlich fast noch nie im Stich gelassen. Mit seinem Vergift. Wenn ich es mal brauche, gerade eben auch. Hat es das getan. Es macht ordentlich Schaden, schön. Das ist ein Secret Power hier. Bis. Flinch ist vielleicht? Ja. Rage. Okay, kein Schaden. Ich lasse jetzt mal Pudding drinnen, weil Hottie ist eh tot und die anderen beiden haben genug LP und Archen. Keine Worte. Brauche ich nicht einsetzen. Wie gesagt, sag mal, habt ihr Bock irgendwie auf so ein wochenliches Projekt, was mal, keine Ahnung, was ich irgendwann in der Woche raushaue, am Wochenende, mal am Montag, mal am Dienstag, also irgendwann einmal in der Woche mindestens oder sowas, oder zweimal irgendwie Minecraft oder sowas. Habt ihr da Bock drauf? Guckt mal online, bla bla bla, also.
Wie gesagt, ich richte mich nach euch oder Pokémon Schwarz-Weiß 2 als Let's Play noch, wenn es rauskommt. Wenn es rauskommt natürlich, ich kann es vorher nicht machen. Also am 23. oder 24. Juli werden das. Ah, komm schon. Oh, Glück gehabt, ey. So ein Luck gehabt, ey. Nice. So, Carlos hat besiegt. Und gibt's nicht einige Pokémon auch? What the? Skriptfehler. Na, Skriptfehler nicht. Spritefehler. Ich würde sagen, ich beende auch hier gleich den Part. Obwohl, komm, wir gehen auch eben aufheilen, wenn die Tosti wieder weggeht. Servus. Und guck einfach, wo es weiter in der Höhle geht. Weil ich muss auch schon so einen Anhaltspunkt haben, weil wenn ich dann in 5 Tagen das Spiel wieder öffne und sage, wo müssen wir hin? Ja, habe ich keine Ahnung mehr. Und ich bin am meisten voll, meine Let's Plays reinzugucken. Ich gucke meine eigenen Parts irgendwie und gerne. Keine Ahnung warum, aber ich gucke meine eigenen Parts irgendwie nicht. So. Und running. Okay, hier ist einer. Hier ist einer, der ordentlich. Abra, nice. Pudding, zerstörs. Super Power. Teleport war schneller. Toll. Work in the mail, I love it. Toll. Auf jeden Fall, wenn der da kämpft, der war darauf. Von daher sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part, noch wie ich. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, vom Pokémon Live Platinum. Und nicht vergessen, Frage beantworten. Bitte diesmal Kommentar schreiben, okay? Also, bis zum nächsten Part. Ciao.